Spaceborne 2 seine Weltraum Early Access Spiel Zeugs Part 2 von einem relativ kleinen Entwicklerstudio tatsächlich. Und ich gehe mir noch schnell was zum Drinken holen, während das Spiel startet. Bleib wieder da. So. Was hat er denn für ein männliches Spiel erwartet, der Herr? Release Notes Spaceborne Early Access Version 1.5.0. We would like to extend our gratitude to all players who participate in the Early Access Phase of Spaceborne 2. If you have any feedback or bug reports related to the game, please feel free to submit them through the bug report section in the pause menu or via Discord server. Discord server ist hier unter mir. Right here. Ach so. Bei mir steht ja aktuell eigentlich hier The Outer Worlds noch auf der Agenda. Mir fehlt ja noch der letzte DLC. Da machen wir mindestens am Donnerstag weiter, vielleicht morgen schon, mal gucken. Und dann steht an, Resident Evil muss ich noch spielen. Am 28.04. kommt das neue Jedi. Ich weiß nicht, wie es heißt. Jedi hast du nicht hier sehen. Und dann, keine Ahnung, was dann noch so ansteht. Arcade-Ratzer. Before reporting any issue related to the game, we kindly recommend checking out the relevant tutorial videos available in the video tutorial section in the pause menu to ensure that you have all the necessary informations to resolve the problem. Alles klar, lass mal in die Settings gehen. Vielleicht können wir hier auf Deutsch machen. Display Nummer.
Damit die Variable nicht richtig ausgelesen. Ja. Sehr schön. Kanzelor. Kanzel. Boom, Settings. Schön animiert. Tatsächlich. Video Gameplay. We have no Möglichkeiten für ändern zur Sprache. Interface. Impact. Sound. Ah doch, Language, guck mal hier. DE. Huch. Es bestimmt, wie das Spiel auf dem Monitor anzeigt. Angezeigt wird. Krass. Was haben wir hier lustig? Epos. Alles auf Epos. Vertical Sync müssen wir nachher mal gucken im Spiel, ob wir Bildzerreißen bekommen oder nicht. Weltraumwolken ausblenden. Nee, wollen wir haben schon. Audio. Lassen wir mal alles so, wie es ist. Ach, wir können, guck mal, zwischen klassisch und Felsen. Felsenmusik finde ich gut. Ist bestimmt Rock. Geil, Alter. Klassisch, Felsen, Hybrid, Hip-Hop oder gemischt. Ich bin für Felsenmusik. Ah, geil, Alter. Das ist richtig gut. Danke dafür. Kameraperspektiven. Numpad 8 bis 2 zum Weiterleiten. Numpad 4 bis 6 nach oben und unten. Okay, müssen wir später mal testen. Interface hat man schon. Inputs warten wir mal ab, was wir brauchen. Man kann also mit Controller spielen, das ist auch schon mal ganz cool. I'm sorry. Charakter. Ah, okay, sind die verschiedenen Kredite. Burak Dabak. Ah, das ist dieser Entwickler. Tatsächlich. Das ist nur einer, Leute, ne? Das ist ein Entwickler, der dieses Spiel gemacht hat und den ersten Teil schon. Nur mal fürs Brain. Und halt ein paar Leute, die beim Übersetzen geholfen haben. Die guten Beta-Manager. Konzept, okay, hat auch ein paar Leute, die ihm zuarbeiten. Konzeptart ist natürlich wichtig. Aber das ist natürlich schon eine Hausnummer für so ein Spiel. Da können sich große Entwicklerstudios eine Scheibe von abschneiden, so. Ganz real. So, Menü. Hier gibt's nichts zu sehen. Leider ein paar Überlappungen, weil unsere deutschen Wörter so groß sind. Oder lang. Wir machen ein neues Spiel. Ich habe keine Ahnung, was erwartet. Ich kenne den ersten Teil nicht. Kumpel von mir hat es letztens angefangen zu zocken. Hat gemeint, Allah, voll das gute Spiel. Und dann habe ich es auf Keymailer angefragt und habe tatsächlich vom Entwickler den Key bekommen über Keymailer. Und habe mich drüber gefreut, weil ich mag ja diese ganzen Space Games. Und wir warten ja alle auf Starfield. Und es geht ja in die Richtung, ne? Es ist ein Weltall-Science-Fiction-Spiel mit RPG-Elementen. Also du siehst ja Charakterentwicklung und so Zeugs. Und ich glaube, es wird gut. So, was wollen wir denn skillen? Wir wollen... Stärke ist völlig irrelevant, weil wir sind im Weltall. Wir haben 35 Punkte zur Verfügung. Boah, da geht ja einiges, ne? Die Ausdauer erhöht die Rüstung. Okay, Beweglichkeit. Energie des Charakters. Reflexe. Ach du Scheiße. Intelligenz. Frachtkompressor. Ach, mit Glück erhöhen wir unsere Frachtslots. Das ist ja interessant. Sondengeschwindigkeit. Alter, was es da alles gibt. Boy. Bergbau. Erhöht sich mit Koordination. Okay, dann hätte ich gerne das. ...550 Rüstung. Wir können ja theoretisch überall auf 8 gehen, ne? Ohne Probleme. Okay, krass. Wir könnten theoretisch auch überall auf 9 gehen. Ne, ich möchte aber... ...da 2, da 2...
Da zwei, da zwei. Hier möchte ich noch vier. Und einen geben wir auf Willenskraft. Jetzt. Ach, hier geht's noch weiter. Scheiße. Hintergrund, was sind wir für eine Klasse? Erstmal ohne Spaß, ne? Zieht euch mal den Charakter rein. Also Real Talk, ne? Das sieht schon echt gut aus. Also immer im Hinterkopf, dass es ein Ein-Mann-Entwicklerstudio ist, ne? Okay. Hier können wir die Klasse wählen. Wenn wir Pirat sind, haben wir einen Bonus auf Raids. Alles Singleplayer, es gibt keinen Multiplayer, nur weil jetzt der Raid steht, wollte ich nur darauf hinweisen. Stabilitätsbonus auf Piratensektoren. Mehr Erfahrungspunkte beim Töten von Sicherheitskräften als Piraten. Sehr wichtig. Sklavenhandel. Der Kapitän hat Schadensbonus auf die Schiffe unter Kommando. Ja, alle Schiffe, die ich kommandiere, machen mehr Schaden. Das heißt, ich kann mehrere Schiffe, ganze Flotte. Oh boy, das wird geil. Plus 20 Schadens- und Verteidigungsbonus auf die Schiffe in deinem Schwadron. Bewegungsbonus bei Formation. Plus 20 Defense-Bonus auf Defense-Formationen. Okay. Freiberufler. Ach krass, unser Outfit ändert sich, habe ich gerade erst gesehen. Das ist ja geil. Freiberufler. Prämienbonus auf Freelancer-Verträge. Plus 20 Erfahrungspunkte auf Freiberufler. Plus 20 Erfahrung beim Töten von Feinden. Plus 20 Prämienbonus auf Prämien. Auf was sollte man auch sonst einen Prämienbonus bekommen, außer auf Prämien? Ich vermute, hier geht es ums Töten von, gesuchten Leuten. Kopfgelder, ne? Wahrscheinlich. Söldner. Oh, der hat nur drei? Ah, die Texte sind gar nicht übersetzt, sehe ich gerade. Ist mir gar nicht aufgefallen. Okay. Macht ja aber nichts. Schadensbonus für Handfeuerwaffen. Anzüge erleiden 10% weniger Schaden. Wir haben doch einen echt fetten Anzug alle als Söldner. Das war ein richtig dickes Ding hier. Missionen der Söldnergilde geben 10% mehr Belohnung. Explorer. Ist auch noch nicht fertig übersetzt, sehe ich gerade. 10% greater accuracy for probe scans, also höhere Scan-Reichweite. Oder Genauigkeit. Schnellere Proben. Oh, erhöhter Warp-Speed when traveling within a star system. Das heißt, wir können innerhalb der Sternensysteme 20% schneller fliegen, das ist natürlich geil. Und 30% mehr, wenn wir mit Warp Speed zwischen den Systemen springen. Junge, das ist ja mal richtig geil. Händler. Kaufen Sie Produkte 10% günstiger. Verkaufen Sie 10% teurer. Geil, bei jedem Händler erstmal Bonus gemacht. Eingekauft für 10% günstiger und verkauft für 10% mehr. Nice, Alter. Direkt. Ah, die unten sind auch noch nicht fertig, glaube ich, weil die haben alle die gleiche Rüstung wie der Söldner. Weniger Treibstoffkosten für Handelsflotte. 50% weniger Bußgeld. Handeln mit illegalen Waffen. Aber ich glaube, ich fange einfach mal mit dem Freiberufler an. Weil, keine Ahnung. Klingt ganz cool. Also alternativ wäre noch der Explorer vielleicht mal anzuprobieren. So. Einzelheiten. Boni. Das kann man einfach nur... Okay, ist animiert. Aus... Oh boy, Alter. Ach du Scheiße. Voreingestellte Skins. Okay, okay. Skin Details. Ach krass, guck mal, wir haben so ein Exoskelett als Dingsbums-Typ. Narben, okay.
Okay. Jo. Ja, da geht schon eine ganze Menge, sehe ich gerade. Da kannst du schon richtig Zeit im Charaktereditor verbringen. Deckkraft, Hautsättigung. Okay. Das sieht seltsam aus. Muss man gestehen. Wir haben hier so ein seltsames Muster auf dem Hals. Ah, es liegt auf dem ganzen Charakter. Könnte vielleicht an der Perspektive liegen. Hier so lauter Poren. Voreingestellte Auge. Ein blindes Auge. Ach, krass. Okay. Ah, hier Augenfarbe geht. Okay. Linsentönung. What the fuck? Ah, okay, okay, okay. Ich verstehe. Jo. Das ist schon mal krass. Alter, das ist ja mehr als manche anderen Spiele anbieten. Nicht schlecht. Alter, die Friese. Das ist nur die drei? Ah, nee. Okay, krass. Der Charaktereditor ist schon... schon ganz nice. Hat er jetzt meine Farbe? Ne. Rambo. Rambo. Rambo ist Name, Junge. Start. Drücke WASD, um dich zu bewegen. Maus zum Umsehen. Okay, wir haben eine andere Rüstung an als im Vorschau-Menü vorhin. It's about time you woke up. The burden of doing nothing all day has taken a toll on you. Come see me at once. We need to talk. Okay, wir sind gerade aufgewacht. Wir sollen zu irgendjemandem hinkommen. Arabelle in Itzna City. Die Quest, die wir bekommen haben, heißt Miete ist nicht, nicht optimal. Ich gehe mal hier rüber, dass ihr da unten die Anzeigen seht. Falls das irgendwie was überdeckt, passen wir das nachher an. Hier fehlt Kollision. Karte. Alter. What the fuck? Okay, was soll man das genau über die Karte am Schluss aussagt? Ich habe keine Ahnung. Ich vermute, das sind alles einzelne Sektoren hier. Zu Kubra. Vexaros. Joker, Destroyer, Niode. Miete ist nicht optional. Okay, wir haben hier... Ah, guck mal, da. Missionen. Miete ist nicht optional. Du bist gerade in einem gewöhnlichen Morgen aufgewacht. Sobald sie aus der Tür treten, ruft ihre Vermieterin Arabelle an und sagt ihnen,
dass sie mit ihnen sprechen möchte. Sie wissen bereits, worum es geht, aber sie müssen noch ein Gespräch führen. Am besten gehen sie direkt zu ihm und redest mit ihm. Jeder ist ein bisschen männlich-weiblich verrutscht. Ich mit Arabel in Isna City. Ex-Pilot bin ich. Ich dachte, ich bin hier. Hatte mir doch da. Wie hieß das Ding, was ich rausgesucht hatte? Guck mal, eine lustige Drohne am Start. Talente. Soldat, Pilot, Advan. Ah, Adventurer. Hello, Adventurer. Ah, hier sind unsere Skillpunkte. Soldaten, Aktionsleiste. Kriminell sind wir nicht, glaube ich. Du bist nicht auf der Fahndungsliste. Status in Gata. Entspannt alles. Schiff. Oh, wir haben ein Raumschiff, Leute. Alter, wie geil. Mit 4 Kanonen. Gorov-Schiene und Omnifahrer sammeln. Upgrades. Boy, Alter. Rumpfsysteme, Schildsystem, Energie, Waffen, Zielkomponenten, Antrieb. Stellar Engine Burner. Sonden haben wir auch schon. Yo. Fracht. Aber nix. Verträge. Unsere Miete. Gilden. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, sind noch 3 Gilden, die wir nicht kennen oder vielleicht auch noch nicht im Spiel implementiert sind. Galaxy Web. Schiff verfolgen. Hm? Diplomatie. Ach du Scheiße. Anders. Anders. Sehr anders. Per se nicht schlecht. Wenn man mal ein bisschen rausgefunden hat, wie die Fahrfunktionen funktionieren. Ist jetzt keine herausragende Fahrphysik in dem Spiel gewesen. Aber so für zwischendurch ganz witzig. Man muss halt mal gucken, was der Spaß dann kosten soll, wenn es rauskommt. Ne? Ist ja nur eine Demo zum Anzocken. Aber das hier finde ich gerade sehr beeindruckend. Ach du Schande. Okay, okay, okay. Das sind dann die verschiedenen Gebiete. Ferner Engström. Tobias Steiger. Star-Lord Gonsahan. Piraten. Okay, da gibt's auch... Inman Nash, den Star-Lord Nash. Kennst du das? ABC. Starbound 2. So ein Weltraum-RPG tatsächlich. Von einem Ein-Mann-Entwicklerstudio. Den ersten Teil kannte ich auch nicht. Nie von gehört. Über den zweiten bin ich jetzt ein paar Mal gestolpert. Dann hat Tobi den letztens gespielt und ich meinte so, und wie ist? Und er meinte, boah, für das Geld voll geil. Und dann habe ich mir gedacht, fragst du halt mal auf Keymailer an, ob du haben kannst. Und jetzt habe ich das Spiel. So, sprich mit Arabella in Isna City. Machen wir mal. Ist noch Early Access. Aber kostet, glaube ich, gerade 19 Euro oder so. Oder 24, ich weiß es gar nicht. Und wie gesagt, das ist ein Typ, der das entwickelt. Was ich sehr krass finde. Ich blieb stecken. Videoanleitung. Ah, das sind die Tutorials, genau. Die Übersetzung hakt noch an 2-3 Stellen. Wir müssen jetzt mit unserer Vermieterin sprechen, weil es gibt wohl Probleme mit unserer Miete. Ich vermute, wir sind pleite oder so. It's been 4 moons.
When do you plan on paying my rent? Why don't you consider doing more rookie work? Our connector always has many freelance jobs available. When was the last time you spoke to him? Oh, okay. Be quiet and listen to me for once in your life. You know how much I love you and how much respect I have for your father. I can't, good conscience, allow you to continue wasting away your life like this. I've let things slide for far too long. It's about time that you started carrying your own weight around here. So I need you to do something for me. You will go and get a freelance okay. job from Connector. Heißt, es hat dich nicht interessiert irgendwann mal. Oder ist vielleicht generell nicht deins, ne? So mit Weltraum-Rollenspiel. Good luck. Okay, neues Ziel, sprich mit Okva. Geil, Alter, hinten bei unserem Ausgang von unserer Hütte gab es keine Kollision bei irgendwelchen fetten Teilen auf dem Boden. Und hier auf dem Dach kann ich rummarschieren. Nice. Moin, die alte Schachtel will unbedingt, dass ich einen Job übernehme. Hast du was im Angebot? As a matter of fact, I was looking for a pilot to take an old woman to the Ferrander station. Was? Ach, Space Bounce? Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Ach so. Okay. Macht ja nix. Also ich sehe auch keinen Grund jetzt für den ersten Teil. Wie gesagt, ich habe den zweiten halt jetzt bekommen. Well, there is this one combat mission. But they specifically requested a minimum of SX for class ships. Ein SX-4-Schiff oder besser. Was haben wir für ein Schiff? Wir wissen es gar nicht, ne? That thing shouldn't even be categorized as a ship. It's made up of so many different ship parts. I couldn't even begin to guess its class, let alone its usefulness. You know it's a miracle it hasn't torn itself apart just leaving the atmosphere. Ich mag den Humor aber jetzt schon. Du hast den Motor mit Klebeband befestigt und gestern ist ein Triebwerk von selbst abgefallen. Yes, the old woman transporting mission. It is much more safer for both of us. Komm, wir machen mal die alte Frau transporten. Okay, great. Give me a second to set it up. Okay, great. Give me a second to set it up. Oh. It looks like Lara grabbed that mission while we were talking. Okay, I'm going to stick my neck out a little for old time's sake. But if anyone asks, just say you made. Don't make me regret this. Good luck. Okay, wir haben jetzt was bekommen? Holen Sie Ihr Schiff. Aufräumen. Verfolgung. Ich habe eine Mission angenommen, um einige Scout-Drohnen auf einer Asteroidenstation in diesem System zu eliminieren. Ich zögere, irgendwelche Verantwortungen zu übernehmen. Aber mein Bedarf an Krediten lässt mir keine Wahl. Mein ganzes Leben lang habe ich mich vom Ruf meines Vaters gefangen gefühlt und war nie damit zufrieden, in seinem Schatten zu leben. Diese Mission mag nur ein kleiner Schritt sein, aber ich hoffe, dass ich sie als Gelegenheit nutzen kann, mich vom Erbe meines Vaters zu befreien, um meinen eigenen Weg zu gehen. Ja dann. Ups, was hat er jetzt gedrückt? Huch. Okay, lass uns mal unser Schiff angucken. Hole Sie Ihr Schiff. Hui.
Lustig finde ich, wenn ich mir die Sprunganimation angucke, ne? Unsichtbare Wand. Es gibt Spiele, die wesentlich mehr Geld kosten und an denen wesentlich mehr Leute arbeiten, die schlechtere Sprunganimationen haben. Oh, Ego-Perspektive, okay. Im Knien. Okay, wir können auch sneaken. Oh cool, guck mal. Kam da so eine Stütze aus dem Boden, die das Schiff aufgefangen hat. Hallo, wer bist du? Unsichtbar. Huch, okay. Ah ja, okay, ich weiß, was er meint. Unser Schiff sieht halt wirklich aus wie ein Rosthaufen, ne? Aber wir haben ein krasses eigenes Schiff, Leute. Wie steige ich da jetzt ein? Holen Sie Ihr Schiff. Ah, F, integrieren. Oh boy. Sieht besser aus als die Sidewinder. R für starten. Landing gear retracted. Oh boy, Alter. Oh mein Gott. Und jetzt wohin? Sehr gut, ja. Planeten verlassen. Alter, guck mal, sogar mit Windanzeige da oben. Da. 60 km/h Wind kommt da. Oh, Boost, wuhu. Halten Sie Thruster gedrückt, um die Oberfläche zu verlassen. Ah, den Booster. Jo, Alter. Atmosphärenaustritt. Junge, wie geil. To start warp, first, open the scanner interface. Here you can see the locations to warp. Then set a target by clicking it. After choosing a target, close this interface. Find your chosen target in space and lock it. Ja, Mann. Fühl ich. So, was soll ich jetzt machen? Öffne den Scanner mit T. Wähle ein Warp-Ziel, schließe den Scanner, visiere dein Ziel mit MMTA, mittlere Maustaste, lade den Warp-Antrieb mit L. Krieg ich hin. Huch. T. Wo will ich denn überhaupt hin? Ich habe keine Ahnung. Wo bin ich? Da bin ich. Glaube ich. Wo ist meine Mission? Beacon? Mining Station? Oha, was war das denn? Ach krass, guck mal. Jo. Warte mal, Mission sagte. Begib dich zur Bergbaustation. Kriegen wir hin. Huch. Dann Mining Station. Ziel wählen. Fixiere. Ah, Mining Station. Wow. Aha.
Calibration module activated. Calibration completed. Waiting for the thruster input. Warten auf Ladung. Shift gedrücken, um aufzuladen. Ja, boy, ehrlich, Alter. Das ist echt gut gemacht, Leute, ne? Wie du sagst, wirklich jetzt. Also, Geräuschkulisse ist echt gut. Are you here on scout mission? I specifically requested those with ships above SX4. Don't get me wrong, but I'm not sure you can complete this task with this floating junk. Don't rush. Let's make sure the ship is in good condition first, shall we? Let's start. Can you move right and left? Good. Let's see your hover thrusts. Hey, warte, R und V. Nice. Now give me some rolls. Now let's see if your turbo thrusters are in good shape. Not bad. Finally, let's try dot moves. Your engine seems stable. Let's check your combat systems. Yo, du kannst strafen damit mit Doppel. Let's activate your weapons. What? I'm sending you a target with no shield, so you can easily destroy this target with your turrets. Now activate your turrets weapon group. Eins. Beautiful. Now let's try a target with shield. Activate your laser weapons. Not bad, but it is easy to hit stationary points. For dynamic targets, you should first lock it. Now lock the target I sent. Good. Since you're using a fighter-class ship, we need to check the pursuit systems as well. Let's try it now. Shield recharging. Alter. Target shields are down. Target destroyed. Don't just destroy. Use your pursuit system. Let's try again. Good. Since you're using a fighter class ship, we need to check the pursuit systems as well. Let's try it now. Try to use your lasers to shut down the target's shield. Ja, auf jeden Fall sehr gut getimed. Habe ich aber in dem Augenblick auch gedacht. Now switch your weapon group to one and destroy its hull. Huch, wo ist er? Wo ist er? Junge, das geht alles so schnell. Ah, wo ist mein Raketenlauncher? Well done. I think you are good to go. I guess you're the pilot who took the job. We have been seeing unusual activity in this asteroid field for a while. Unidentified scout ships patrolling the area. We want you to take care of them. Schiffe zählen. Eins. Ah, nee, warte. Guck mal, Mining Station. Ne, wir müssen jetzt dahin. Kann ich hier? 9000 Meter. Huch. Huch. Ach, guck mal, wir können sogar einen Cursor anzeigen hier. Jo. Also jetzt mal ohne Spaß, ne? Für ein Ein-Mann-Entwicklerstudio, den sollten sie vielleicht ehrlich bei Star Citizen einstellen. Dann wird das Kackspiel auch mal fertig.
Schiffsbewegungen sind für mich ungewohnt schnell, weil ich es halt von Elite nicht gewohnt bin. Soll ich jetzt echt darüber fahren? Schiffe? Zerstören Sie die Aufklärungsschiffe? Ich dachte, ich soll die zählen. Freiberuflerauftrag. Ah, da kriegen wir sogar mehr Kohle. Also ich bin positiv überrascht vom ganzen Look and Feel und auch von den Effekten und so. Also, sehr cool. Gruppe 1, Omnifar-Sammler. Gruppe 2, Gurov-Schiene. Rakete ausgewogen. Ey, gerade eben waren es 4000 Meter. Ah. Okay. Shield recharging. Wo ist der denn hin, Junge? Da. Boah, ist das schnell. Target shields are down. Das ist ungewohnt für mich. Also, really. Hey, wo ist mein Munition leer? Hallo, schießen? Shit, was ist jetzt los? Shield recharging. Irgendwas habe ich verkackt. Ich kann nicht mehr schießen, was habe ich gemacht? Ach, sogar, Alter. Junge, die haben sogar HOTAS-Support mit einer eigenen Seite, wo du den ganzen Kack einstellen kannst. Alter. D-Pad-Einstellungen. Auf jeden. Also jetzt mal, ne, wirklich, also, ne? Weißt du nicht, was du sagen sollst. So, okay, da kann ich dann nochmal umschalten. Gamepad, HOTAS, Charakter. Ne, wir brauchen Turbo, ja, klar. Landegestell, auswerfen. Waffengruppe 1. Ach, Modi wechseln. Ich habe wahrscheinlich Tab gedrückt mit meinen dicken Fingern. Weapons online. Ah, Weapons online, guck mal. Target destroyed. Hey, these are just stealth ships. We need to find out why they're here. Give me a second. There's a station up ahead that was destroyed by an asteroid impact. I see a movement there. Whee. We need to find out what they're hiding there. Would you sneak up there and check it out? Soll mich hochschleichen? Was verstehen die unter hochschleichen? Weapons online. Okay, wir können schneller fliegen, wenn die Waffen aus sind. Ich habe noch kein Energiemanagement. Haha. Das ist einfach wie bei Elite. Boy, wie geil. Wir fliegen halt mal nicht mit Turbo hin, ne? Da haben wir irgendwie so einen Energiesparmodus.
Zwischensequenz? I don't believe it. They set up a secret base here. Watch out. They shouldn't notice you. Or they can destroy everything, including you. Okay, ja. Try ein Bild, wo es ein bisschen reinzoomt, schon klar, aber krass. Watch out! They set up turrets around. I see your ship in the home park. Use it now. Good. Now move slowly and don't fire any weapon, or they can locate you. We have to get into that building, but you can't get there with your ship. I know it's dangerous, but you have to leave the ship and neutralize those pirates. Yo, boy. The extra reward for that. Und du hast einfach recht, ABC. Das Spiel bietet einfach direkt alles, was man bei Star Citizen bekommen soll, ne? Wie verlasse ich jetzt mein Schiff? Ah, verstecke dein Schiff. Okay. Vom Schiff auswerfen, G gedrückt halten. I see you don't have any weapons on you. Let's find you some firearms. Give me a second. I found some weapons and ammunition there. Go and equip them before the encounter. Wir haben Schwerkraftstiefel. Jetzt mal ohne Spaß. Ich bin so positiv überrascht. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Gut. Now go to that platform and neutralize the pirates. Meine Waffen! Gib mir meine Waffen! Aha, der Musikwechsel immer, ne? Das ist so gut. Don't use your space suit. The turrets can shot you. Anders als in Elite. Das Gunplay könnte noch ein bisschen Feinschliff vertragen. Sagen wir es mal so. Kurz die Musik leiser machen, das ist ein bisschen arg laut. Ich meine, ich finde es cool, dass die Musik das alles so ein bisschen in Szene setzt, auch sehr gut gemacht. Wo ist meine Waffe hin? Okay, da haben wir einen lustigen Grafikfehler in der Scheibe, sehe ich gerade. Thank you.
good job. Deaktivieren Sie den Landeplatz. Watch out, there's a drop. Hit cover. Ah, den habe ich direkt gewonnen. Hit. Huch, Granate. Alter, den hat's halbiert, Junge! What the fuck? Ja, wir sind auch gerade ein bisschen episch unterwegs, weil wir noch in der Startmission sind. Aber hallo, die Waffe hier? Haben wir Granaten? Okay, die hängen da hinterm Raumschiff fest. Scharfschützengewehr. Okay, die KI ist nicht ganz helle. Alter, eine lila Waffe. Jack's Bean Impulsgewehr. Huch. Au, au. Nimm das. Nimm das. Ah. Huch. Aue. Voll? Ich habe keine Ahnung. They sent the bomber to destroy the evidence. Get back to your ship now. Don't stand still. Kehre zu deinem Schiff zurück. Okay. Da kommt noch ein Schiff. Ah, mein Cockpit steht offen hier. Aue! Hey, steigen Sie ein! Wo ist er? Hä? Ah, das ist einfach zu schnell für mich da. Oh mein Gott! Ich glaube, meine Mausempfindlichkeit ist zu hoch. Target shields down. That's it. I can't see any activity around. You did a great job. Come to AXA. Your rewards are waiting for you. Ey, ich habe keine Ahnung gehabt, was das Spiel zu bieten hat mit HOTAS-Support und so, wusste ich ja alles nicht. Nach AXA, können wir da jetzt wieder hinwarpen wieder? Ah ja, guck mal, da sind wir ja hergekommen. Okay, warte mal. Ah, oh, okay, okay, okay. Yo. Also auch die Karte, Animation, also wie gesagt, man muss bei dem Spiel, glaube ich, echt im Hinterkopf halten, dass es halt ein einziger Typ ist, ne? Dieser Burak. Burak Dabak. Und wenn du das einfach bedenkst, ist das halt echt krass, das Teil. Nee. Warte, ich habe irgendwas falsch gemacht. AXA, nicht Art. Da ist Art ausgewählt, nicht AXA. Kann
Ja, wir fliegen mal so. Es sind ja nur 11.000 Meter. Verwirrt. Man muss halt immer gedrückt halten zum Gas geben. Das wäre schon ein Grund, mit HOTAS zu spielen, weil du einfach Hebel vorne und Abfahrt. Ah, Mining Station, da ist dann AXA, okay. Du kannst halt jederzeit aussteigen, ne? So ein bisschen wie X4 so. Ah, da hängen meine Waffen oben dran. Die sehen ein bisschen mitgenommen aus. Ach, das klappt auf, wenn ich dahin fliege. Okay, okay. Was passiert, wenn der rote Balken rechts leer ist? Mein Boost leer oder mein ganzer Sprit? Irgendwo eine Spritanzeige? Wir können das Fahrwerk mit N umschalten. Ich bin da jetzt vorbeigeflogen bei AXA. Sorrigung. Landing Gear deployed. Oha. Alter, du hast einfach ein... Huch. Huch. Der Zielcomputer unten beim Fahrwerk. Wie geil ist das denn? Wenn die Steuerung nicht so krass schwammig wäre. Uah. Aussteigen, starten, Dienstleistungen, F. Catcher. Kennt alle Signalchaos im Sonnensystem. Es wird verwendet, um vor den detaillierten Scannen zu bestimmen, welcher Bereich gescannt werden soll. Und? Merger konvertiert gestreute Signalchaos zu ihren Ursprüngen. Ich glaube, da sind teilweise Übersetzungsfehler drin. Maybe. Booster erhöht die Stärke von Signalechos. Ach, ich habe Signalchaos gelesen. Da steht Signalechos. Okay. Erhöht die Stärke von Signalechos und verzögert so deren Verschwinden. Diese Sonde entdeckt alles, was es auf Planetenoberflächen dynamisch ist. Mit dieser Sonde können sie Planetenbasen, versteckte Siedlungen und Artefakte entdecken. Kostet auch nur 8.497 TY und wir haben $1.000 oder sowas. Okay, aussteigen. Ah, guck, wir haben Raketen, wusste ich doch. Ich habe ein bisschen am Ende geparkt, ne? Habe ich nicht so gut gemacht. Ach, der zieht sogar den Helm dann ab. Ja, moin, ey. Habe ich jetzt ein Inventar? Ah ja, guck mal. Hier sind meine ganzen Waffen. Impulsgewehr. Wo sehe ich jetzt, was ich angelegt habe? Ach, guck mal da. J-Locker Pulsgewehr. Ist es dieses? Acht. Ah, ne, das ist Jackbeam. Ich habe so ein J-Locker. Ah, die sind hier gar nicht. Skinner Schienenkanone. Was war jetzt mit dem Vergleichen unten? Huch. Auswerfen, kristallisieren, nee. Möchte ich bitte nicht. Ach, wir haben sogar einen Anzug gelootet. Guck mal hier. 99,3 Rüstung. Was haben wir angezogen aktuell?
Ah, wir haben 110 Rüstung. Okay, okay. 14 Energie, 4,2 Schadensresistent. Können wir verkaufen für 147 TYs. TYs. Submachine Gun, Feuermodus 6 Runden Schub. Totalautomatisch. Single aufgeladen, Schienenkanone. Scharfschützengewehr. Einzelaufnahme. Schnell aufgeladener Single irgendwas. Totalautomatisch, 6 Runden Schub. Boah, da muss ich mir mal in Ruhe angucken, was die einzelnen Kanonen können. Explore the unknown. Join Explorer's Guide today. Warp with us. Join the army today. Neu geschlappt. Beep, beep. Alarm, Alter. Erstmal auf die Fresse gekriegt, so. Okay, nee. Zum Glück nicht. Galaktik Cola, Leute. Alter, wie gut ist das denn bitte? Also ich meine, wir haben keine Texturen mit 47 Millionen K Auflösung wie bei Star Citizen, ne? Aber jetzt mal ohne Spaß, wir haben einfach ein Automat für Galaktik Cola. Wie geil ist das bitte? Justice will prevail. Sieht aus wie ein Papst, wie so ein Priester irgendwie. BHG. Bounty Hunters Guild is recruiting. Headquarter Station is at Hemisas System. Okay. Und hier ist die Schleuse, wo man mich rausschmeißt, wenn ich was Falsches sag. Sprich mit Axa. Hallo Axa. Great job out there. Now any criminal will have to think twice before attempting to steal from us. I'm going to transfer the money to your account. Ja, was Roboterkopf? Ich möchte nicht überspringen, ich möchte doch. This old thing. It's an old piece of junk I found in the remnants of an old battlefield. Come to think of it, it was right in the system on the moon 189-1. It turned out to be useless, though. Ah, jetzt habe ich meine Maus. I couldn't detect any signs of activity in it. Why do you ask? Why are you so interested in it? It must be of some sentimental value. Here's a counteroffer. How about you take the head, and I keep the money I was going to pay you? I've already mentioned where I found it. As for more parts, I could find none. But then again, I didn't stick around there too long. It's not exactly the safest of places. But if you want to risk going there, be my guest. I've added the location to your scanner. Just be aware, though. I'm not sure if you've ever been to an old battlefield. Those places can be a very dangerous maze. You never know what you're going to run into. I wouldn't go there alone if I were you. Well, you're in luck. I just happen to be in a good mood today. It just so happens that I need to collect some things from that area. If you clear the area of any undesirables, I'll gather the drone parts for you, while I take care of my own business. Great. Send me a signal when the area is cleared. Good luck. Also man merkt natürlich an vielen Stellen, dass es kein AAA ist, ne? So Texturen, Sprachübersetzung, Audioausgabe. Also was ich schon bisher sehr geil finde, die ganzen Charaktere, mit denen ich bisher gesprochen habe, sind voll vertont, auch wenn ab und zu mal ein Text da unten steht, der nicht gesprochen wird. Aber in der Theorie gehe ich davon aus, dass es alles vertont ist. Genau, einzelner Entwickler ist halt echt krass. Also... Ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist schon heftig. Landing gear retracted.
begib dich zu den alten Kriegstrümmern. Ah ja, Mission Trümmer. Habe ich gemacht, T. Hinrichtung ausrichten. Locken. Calibration module activated. Calibration completed. Waiting for the thruster input. Ich finde die Animation super gemacht. Ich meine, da wurde sich wahrscheinlich an allen möglichen Spielen und... Die Salvagers. They don't warmly welcome you to do work in their area. That's why you should get rid of those Salvagers first. Weapons online. Shield recharging. Aber geil, wie bei jedem Kampf einfach die krasse Mucke kommt. Laune. Guck mal, die düppeln. Kann man da jetzt eigentlich Zeugs looten? Junge, wo kommt er denn jetzt her? Coming in. Wo ist er jetzt? Ah, da. Okay, let's start. Interesting. I'm getting signal from the head part. I think it's trying to redirect us to other parts. I was right. I already found the first part. I think it's a leg. Alter, ich seh nichts, die Sonne. We have company. Wo ist er hin? Mein Freund? Da.
klappt jetzt dieses Tracking da nicht mehr. Yuga L3R1. Oh. Junge. Irgendwas habe ich auf jeden Fall kaputt gemacht. Ich finde auch, die Steuerung ist gerade ein bisschen langsamer. Er hat mein Schiff Schaden genommen. Triebwerk verloren oder so. Target destroyed. Oh, da ist mein Kumpel irgendwo. I found another one. You are so dead. It is not good. Hold them as long as you can. I will find the last part in a couple minutes. Target shield is down. Habe ich wieder aktiviert irgendwie. Wo ist er? Junge. What? Is this a capital ship? Scheiße, Mann, das sind 4 Stück. Wo ist überhaupt meine Energie und Leben und alles? I got you, you son of a bitch. You don't think so. Let's see. Ich bin verwirrt. Oha. More capital ship. Let me get in. I don't think we should get involved. Keep them away if you can. Don't stand still. Find the last part. Get out of here. Versuche sie aufzuhalten, während ich der letzte Teil für dich finde. Sieht aus wie ein Sternzerstörer, Alter. Ich habe einfach mal einen Sternzerstörer gekillt, Alter. Okay, I got the last part. Let's leave this place as soon as possible. Neues Ziel verschwinden. Hey, warte. Wo ist der Punkt, wo ich hin muss? Will er jetzt hin, oder? Gönne ich mir halt noch einen. Ich habe keine Ahnung, wo ich den abhauen soll. Die Mucke taucht mir aber halt. Ich habe nicht verstanden, ob ich jetzt zu dem grünen Ding soll oder ob ich einfach abhauen soll.
shield recharging. Ah, mein Schild war weg. Nice. Meinen Lebensbalken immer noch nicht gefunden. Er verschwindet. Ja, wohin denn? Atlas anzeigen. Boy, geh weg, Alter. Was hab ich jetzt gemacht? Verschwinden habe ich noch nicht gecheckt. Lass mal einfach zum Mining-Ding fliegen. Calibration module activated. Calibration completed. Ich zähle es ja schon als verschwinden. Thank God what you wanted. I know someone who specializes in mechanics. But more the name Snam. He was working at Zonix Station in the Zonix Air system. Okay. Good luck to you. Exit out. Heißt, wir sollen jetzt Reise per Sternentor zum Zonax Sara System K1 und docke dort an. Da will ich hin. K1. Hallo, K1, bitte. Wiederaufbau. Ach, das ist schon. System anzeigen, Strecke festlegen. Habe ich gemacht. Route auf dem Hauptbildschirm anzeigen. What? Jetzt, wo ist Sternentor? Ist es bei T vielleicht? Bla, Sternentor. Fluchtweg. Ach, da hätten wir hinfliegen müssen. Fluchtweg. Hä, der einzige Punkt, der ohne... Okay. Krass. Sternentor. Gib Sternentor, danke. Sternentor. Calibration module activated. Calibration completed. Animation finde ich cool, wenn man hier das Ziel aufschaltet und so. Definitiv sehr viel coole Ideen in dem Spiel auf jeden Fall drin. Muss man mal gucken, wie die Langzeitlaune bleibt bei dem Ding. Sehr viel coole Details, die mir so auffallen da oben. Dieser kleine Computer, der da an meinem rechten Balken vom Raumschiff-Cockpit hängt und so Sachen. Das ist schon cool. To use Stargates, you must first have a registered route. For this, first, open the Galaxy Atlas. Select a system and warning. Set route. Your cargo hold was scanned by an unknown ship. Caution is advised. Hä? Um ein Stargate passieren zu können, muss zuerst die Route, haben wir gemacht. Öffne Karte, haben wir, schließe, drücke H, um den Maustaster zu wählen, das Sternentor aus der Liste der oberen rechten Ecke und bitte um Erlaubnis, es zu benutzen. What? Sternentor aus der rechten oberen H für die Maus. Oi, was ist das jetzt? Huch, rechte obere Ecke ist ein Sternentor, wo? Ah, bei Signale. P1
Please approach to the jump point to start jump process. Das ist wie bei X3 ein bisschen. Jetzt bin ich mal gespannt, Alter. Please proceed through the gate in the path reserved for you. Destination reached. Das ging schnell. Yo. Einfach null Ladezeit während dem Wechsel zwischen den Systemen, so, ne? Wir wollen jetzt nach... Ich hab keine Ahnung. Ich glaube nach Xuna war es oder so. Nee. An der Sonak-Station. Hotel irgendwas, sagt er. So, Sonak-Station. Guck mal, da wollen wir hin. Perfekt. Sonak, 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 da. Calibration module activated. Calibration completed. Waiting for the thruster input. Es fühlt sich tatsächlich ein bisschen an wie damals das erste Mal Elite so. Es ist alles neu, es ist cool. Hat auf jeden Fall was. Man gewöhnt sich an die ganzen Animationen, ne? Wie bei Elite, wenn man halt 1000 Stunden gezockt hat. Dann ist es irgendwann nicht mehr neu. Aber das heißt, unser Ziel im Spiel von der Story her ist einfach, uns einen Namen zu machen. So quasi. Okay, wir wollen hier irgendwo andocken. Brauche ich jetzt hier ein Undock-Erlaubnis eigentlich? Ha, guck mal. Docking request granted. In order to use station services, please dock to the port reserved for you in the next minute. Landing gear deployed. Wenigstens ist das Andocken einfach so batz, fertig, angedockt. So, und docke an der Sonak-Stadt, habe ich doch gemacht. Und jetzt? Manager. Slumsky kann ich sogar umbenennen hier. Krass. Ja, aber das habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden. Ah, okay. Jetzt sind wir in der Station, ne? Ich spreche noch eben mit Sven und dann bin ich aber raus für heute tatsächlich. Richtig gestört.
gestört, tut mir leid. Alter, komm mal, Putzroboter. Man. How can I help? Of course, that's what I do for a living. Let me see the pieces. Now that's a beautiful thing. It's been decades since I've seen a similar model. It must be more than 50 years old. Fascinating. Yes, I can do that, but it will cost you both time and money. Okay, if I should be repairing this guy, it will cost you something for sure. You need to understand that it's pretty hard to get the right spare parts, but I fear that without those, I won't be able to get him back to life. Now it depends on you. I could do that for you, but it will cost you a significant amount of TY, and it will take at least 2 hours. But I've got a proposal for you. Instead of paying me, you could do a small job for me while I'm putting your robot back together. Otherwise, just pay me 600 TY and come back later. Natürlich mache ich den Job. It is easy as I said. I have not been able to reach a friend for a while, who has been living on planet Zunvars. I want you to check him out for me. This is the final boarding call for passengers booked on flight 372. Great. I'm adding the location of the place where he lived to his scanner. Please let me know as soon as you reach him. And the captain will order for the doors of the spacecraft to close in approximately 5 minutes time. I repeat. So, speichern wir mal. So, ihr Hübschen. Ich sag mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin tatsächlich sehr begeistert von diesem Spiel. Das werden wir, glaube ich, tatsächlich noch öfters sehen in nächster Zeit. Ich werde auf jeden Fall... am Donnerstag streamen auf jeden Fall. Morgen vielleicht, weiß ich noch nicht. Wir werden aber erstmal Outer Worlds fertig machen. Einfach, dass wir da einen Haken dran machen können. Aber wir werden definitiv hier Spaceborne weiterspielen. Einfach, weil es cool ist. Also es gefällt mir echt gut. Bin sehr positiv überrascht von dem Spiel. Von dem, was es bisher bietet. Ich bin gespannt, was es für Raumschiffe gibt, die man sich bauen oder kaufen kann. Mal gucken, wie das Gunplay generell dann am Schluss ist. Und wie groß das Universum am Schluss ausfällt. Ich gehe davon aus, dass es kleiner als bei X4 ist, weil es ist halt ein Rollenspiel, ne, von einem Ein-Mann-Entwicklerstudio. Space-Weltall-Rollenspiel, sowas in die Richtung. Aber sehr cool gemacht bisher. In dem Sinne, einen wunderschönen Abend euch. Wir hören uns die Tage. Haut rein, macht's gut, schlaft gut. Ciao, ciao. The last ship for the Terrax system will leave today at 44:00. The next flight will be in 231 hours. Passengers going to the Terrax system.